Bücher zu dir. Mayu? Wer bist du? Ich bin Kay. Du meintest, dass wir uns mal treffen sollten? Kay. Ja, Kay Vess. Ich erinnere mich. Wir haben Berichte erhalten, nachdem das Imperium einen Schlag gegen Crimson Dawn plant. Und was kümmert das die Ashiga? Das Imperium ist hinter einem Archiv von Crimson Dawn her. Die Protokolle darin könnten uns nützen. Sie bergen Geheimnisse. Und Geheimnisse sind gut. Also stehle ich das Archiv, bevor das Imperium es tut. Wo ist es? Im Weltraum. Der Weltraum ist groß. Kay, ich will ehrlich sein. Das ist meine allererste Aufgabe. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tue. Naja, das ist schon in Ordnung. Das haben wir alle hinter uns. Solange du bezahlst, höre ich mich um und find's raus. Wir können zahlen? Ja. Ja, wir können zahlen. Ja, das wäre ganz cool, wenn ihr zahlt, weil ohne Zahlen nichts malen, ne? Weißt du Bescheid. Das ist also Kijimi-Stadt. Der Überfall auf Crimson Dawn klingt riskant. Welche Informationen suchen wir überhaupt? Was auch immer es ist. Es ist so wichtig, dass der Hauptmann das Gebiet selbst auskundschaftet. Ein Hauptmann der Sturmtruppler im Territorium von Crimson Dawn? Aha. Klingt nach einer Spur. Suche nach Hinweisen im Crimson Dawn Viertel. Okay, wo ist denn jetzt das Crimson Dawn Viertel? Da bin ich ja quasi in der Nähe. Gehen erstmal zu dir. Willst du dein Glück versuchen? Hey, was sagt ihr da über einen geheimen Spielsaal? Wisst ihr, wo er ist? Ich bin mir nicht sicher. Das habe ich doch schon. Den habe ich doch schon. Also habe ich doch schon. Genau. Habe ich jetzt eigentlich durch? Hauptmann, aber der Datenblock bleibt hier. Es steht zu viel auf dem Spiel. Oh, der Datenblock könnte nützlich sein. Hey, hol's dir. Ist ja, ja, heute sind 28 Grad, ist auch nicht so mega kalt. Ich habe das Crimson Dawn Archiv. Ich werde verfolgt, also sende ich diese Nachricht für den Fall, dass etwas schief geht. Ich habe das Archiv von Crimson Dawn gefunden. Es enthält Daten zu den Identitäten ihrer Agenten auf Kijimi. Gestohlene Baupläne des Imperiums sowie Informationen zu den Ashiga. Sobald ihr die Daten gesichert habt, übertragt sie auf dem imperialen Kanal und zerstört das Original. Vermerkt jegliche Gegenmaßnahmen von Crimson Dawn in den Bericht. Ah. Okay. Na dann, wissen wir doch schon mal Bescheid. Na guck. Wobei, ich finde, also hier zumindest wird's nachts relativ kühl, sind es irgendwie 15, 14, 15, 16 Grad. Frank hat also abgelehnt. Vorerst. Jaylen glaubt, sie ändert ihre Meinung, wenn ich die Crimson Dawn-Sache mit ihr zu Ende bringe. In solchen Dingen liegt mir meistens richtig. Ja, ich weiß gar nicht, wie es hier werden soll. Ich gucke da meistens nicht. Ist halt Sommer. Wird eh warm. Wird eh eklig. Ich gehe nicht viel raus. Von daher ist es egal. Mit Mara kann ich bei dem Wetter auch nicht viel raus. Wir fliegen in einen Nebel. Wasser bleiben. Warum sollte Crimson Dawn Daten in einem Nebel verstecken? Der Nebel stört die imperiale Standardsensorensuche. Unsichtbar, aber trotzdem zugänglich. Ah, stimmt, Herbst wäre schon cool. Und gefährlich. Kommt er wieder. Noch kommt's wieder, irgendwann bestimmt nicht mehr. Dann hat sie's ausgeherbstet. Oh, ein bisschen. Na dann. Oh Gott. Aber unsere Sensoren zeigen eine Energiebarriere an, die den Weg versperrt. Dann brechen wir einfach durch. Das funktioniert nicht. Aber wir könnten die Generatoren ausschalten. Keine Energie, keine Barriere. Gute Idee.
Meine ich, ob die Grönländer das auch so sehen? Das muss der Generator sein. Die Barriere ist noch aktiv. Es gibt zwei weitere Generatoren. Aber das ist auf jeden Fall kühler als hier. Die Barriere ist weg. Gut, holen wir uns das Archiv. Ich lade die... Ich habe wohl einen Sicherheitsmechanismus ausgelöst. Eine Meldung geht raus. Also hast du den Alarm ausgelöst. Kay, ich habe hier einen Alarm. Aha. Stiehlst du uns? Nee. Nein, ich bin nur zu Besuch. Ach bitte, Kay. Lösch das Archiv. Wir sehen doch, dass du es in deine Schiffssysteme kopiert hast. Ja, ich lösche das. Keinesfalls. Ich bring das zu Ende. Dank Farik, Kay. Wir sollten von hier verschwinden. Ja, hast du recht. Die Imperialen sind uns auf den Fersen. Und das sind viele. Es sind immer viele. Verschwinden wir von hier. Das ist ja das Imperium. Das Einzige, was die können, ist viele. Ja, aber achso, ich komme aus dem Crimson Dawn Versteck. Ich bin ja schon längst draußen. Ich kann ja schon gar nicht mehr wissen, wo ich bin. Ich weiß ja selbst nicht, wo ich bin. Achtung an alle Piloten. Suche abbrechen. Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Ich stelle uns zu Mayu durch. Na. Mayu, ich habe das Archiv. Ich schicke es rüber. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ich hatte nichts von dir gehört. Naja, alle haben versucht, mich zu... Ja gut, ist auch erst ein paar Minuten her, also. Ich meinte, dass das passieren könnte. Danke, Kavis. Ja, sicher. Kein Problem. Okay, Crimson Dawn-Ruf halt hart runtergegangen jetzt, aber naja. Dafür ist das bei denen hoch. Im Crimson Dawn war ich eh schon auf dem Maximum mal drauf, deswegen passt das. Und auch hier sind wir jetzt auf dem Maximum. Das heißt, es geht wieder down to the planet. Oder auch nicht. Nee, hier. Der Schwarm. Auf der Karte zeigen. Ach, geht nicht. Mann. Muss warten. Hier sind Minen ausgelegt. Minen? Kann ich jetzt eine Schnellreise auf den Planeten vielleicht machen? Wo ist denn jetzt der Planet eigentlich hin? Im Planet einfach versteckt. Hier los. Das ist ein Notfall. Ich brauche sofortige Unterstützung. Bis wir den Schiff des Kreuzes wieder aktiv ist, braucht er unseren Schutz. Dieser Sektor gehört mir. Ruhe. Alles klar. Okay, doch. So, dennoch. Ach, da kommen noch mehr. Ach, komm. Feindschiffe in allen Sektoren. Problem ist nur, die sind immer sehr wendig alle. Sind getroffen. Ja, wenn ich mich aber auch bewege, dann ist das noch schwieriger, ne? Wir haben einen Gegner am Heck. Ja. Ihr Schiff ist aktiv. Mal gucken, dass wir das Schiff nicht verlieren, dann passt das schon. Ja, aber wenn der da lang fliegt, dann muss er schießen. Ne? Dann sagt er auch mal einen Ton. Wir sind direkt hinter uns. Sauberer Treffer. So. Wir nehmen Schaden. Schön, nicht schlecht.
Und ich weiß immer noch nicht, wo der Planet jetzt ist. Da. Offensichtlich. Manchmal wäre es ganz gut, einfach woanders hingehen. Aber machen würde ich es auch nicht. Könnte ich noch nicht mal, wenn ich es wollte. So, na dann. Wir landen auf dem Planeten, machen die Mission und dann freuen wir uns. Dann muss ich immer noch gucken, wie ich irgendwie das Pike-Syndikat verbessere vom Ruf. Erstmal gucken, was ich als Geschenk bekommen habe. Oh, ein bisschen Geld gekriegt. Oh, das ist eine super Sache, finde ich. I like Geld kriegen. Okay. Ja. Da bist du ja. Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass Ankh überlebt. Die Chujama, gut wär's, hä? Batima Buska. Dann fiel mir auf, dass ich gar nicht weiß, was du von der Sache hast. Ich könnte dir erzählen, dass ich als junge Diebin auf Corellia aufwuchs und dieselbe Tyrannei erlebte wie jetzt hier. Aber in der Geschichte gibt's kein Geld. Wir haben ihr das sogar nachempfunden, okay? Imperium überlassen. Da ist kein Platz für irgendjemanden sonst. Ich helfe Krisk, den Schwarm zu retten. Und sie lässt Crimson Dawn Fuß fassen. Eine Wette. Und ich setze auf Krisk. Und alle gewinnen. Nicht wahr? Kuta Queen! Kava para Gigi Tinka para Horko Kava! Punusa Simpokit, Jut Pola Dunja Yuna, and Blasto no Lia Jabaka. Ja Queen Fancy Pulisa Ona Ja Andopa Tipo Haba. Ich schalte es aus. Verstanden. Tago Ubisa. Jigrabahuha Crispo Dita Takris. Jut no Pamiki Durigo Venta Chompa. Eine gute Übung für deinen kleinen Raubzug. Chuba, Mabatas du Jay. Ota Chikta Tinka Miki Yuno. Sagt Jalen liebe Grüße. Diese? Mhm. Mach ich. Da kommt nix. Haben die im Original auch? Wenn die Stimme von Emilia Clarke. Bestimmt nicht. So komische Interferenzen da drin. Mein Lieb, das kann das Mikrofon sein. Oder nur ich höre das. Kann auch möglich sein. Das ist ja riesig. Halt dich gut fest, Nick. Hey, was haben wir denn hier? Das nehmen wir mal mit. Lange Kletterpartie. Ja, ganz ehrlich, also letztlich, wer hier was wo, ist mir auch egal, ne? Ob die eine, die andere. Okay, da ist Klettern. Glaubst du, es ist ein Fehler, dass Chris Geschäfte mit Crimson Dawn macht? Im Gegensatz zur Königin, die Geschäfte mit dem Imperium macht. Ja. Die Ashiga scheinen in beiden Fällen ihre Freiheit aufzugeben. Ja, und Chris scheint fälschlicherweise zu glauben, dass sie die Kontrolle hat. Aber Crimson Dawn ist gegen das Imperium und gegen die Sith. Eigentlich haben die...
an und für sich gute Ziele, die Umsetzung ist vielleicht ein bisschen fragwürdig. Immer in dieser Höhle unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Wir müssen die Geschütze ausschalten oder der Schwarm hat keine Zukunft. Gut, also kein Druck. Also, Andy, diese Sache mit dem Schwarm. Wie funktioniert das? Der Schwarm ist das Fundament der Melitokultur. Alle Gehorsche der Königin und Städte. Nicht dahin springen. Alles klar, Gehirn hat verstanden. Mehr nicht? Ja. Dachtest du, die Königin kontrolliert sie telepathisch? Was? Nein, natürlich nicht. Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, wie das bei denen da funktioniert. Bei den Insekten. Achso. Ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld. Ich warte auch noch auf Geld. Und bin mal gespannt, wann die mir das zahlen. Sieht aus, als wäre die Wand gleich da oben. Nur noch ein Stück. So. Na, wir warten kurz. Ach, das ist bestimmt wieder öfter, ne? Oder? Naja. Okay. Dann nicht. Oder bisher noch nicht. Vielleicht kommt das gleich nochmal. Man weiß es nicht. Einfacher. Oh. Danke. Also, das hat funktioniert. So, die Frage ist, was brauche ich jetzt? Den, okay. Richtig jetzt. Nee, oder? Soll ich da jetzt rüberspringen? Soll ich da klettern? Das ist das genau. Spiel will nicht springen. Nein. Springen schaffe ich nicht, oder? Okay, springen schafft sie anscheinend doch. Sie kann sehr weit springen. Bringen wir den Sprengstoff an. Interessant. Detonator platziert. Mächtiges Badaboom. Okay, das war die Wand. Dieser Sprengstoff ist ganz schön stark. Santa Gönnt hat aber. Nur für dich, Ankh. Ist der Weg frei? Da Joker. Ist frei. Dann rücken wir vor. Du schaltest die Geschütze aus. Na, Klärchen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber ich mach's. Also jetzt tatsächlich, wie soll ich jetzt, wie mache ich das? Hä? Achso. Alter, klettern.
Da war doch extra der Dude da, der alles gelb gemacht hat, damit ich weiß, wo ich hin muss, und ich sehe es trotzdem nicht. Ja, natürlich eine Frechheit, der wird sich ärgern. Ich hoffe, der wurde gut bezahlt. Aber hier drin kann man den nicht irgendwie kontrollieren und sagen, yo, mach mal dies, mach mal das. Alles klar, Nix. Schön leise jetzt. Kein Alarm auslösen. Was mir gerade auffällt. Krisk, ich bin drin. Ich habe zum Schleichen eigentlich die beschissenste Klamotten an, die man anhaben kann. Wenn die Geschütze ausgeschaltet sind, erobern wir den Thron. Befehl der Königin. Unser Posten muss besetzt bleiben. Tja, wir müssen bereit sein. Wir könnten jeden Moment hier runterkommen. Schwarz wäre besser irgendwie, ne? Irgendwas habe ich ausgeschaltet. Tut mir leid. Das sieht nicht gut aus. Psst. Siehst du was? Everything's fine. Wir sind schon mal hier. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Sache. Oh, hier ist das Ganze zu mitnehmen. Nehme ich mit. Ist jemand in der Nähe? Es sind hier zwei oder ist hier nur einer? Ich sehe nur den da. Eine Energiebarriere. Es muss einen Weg geben, sie auszuschalten. Shit. Och, Mann, ey. Dem hau ich jetzt aufs Maul. Zum Angriff, Nix. Attacke! Die hat aber auch einen Strong Punch, ey. Krass. Okay. Was siehst du? Ein Ding ist da oben. Hey, Kumpel, drück mal den Knopf. Das andere ist da. Du schaffst. Da. Aua. Okay. Ach, scheiße, hätte ich das von hier machen müssen. Das kann natürlich sein. Wie viel Look? Nee. Was, from wo dann? Weil da komme ich nicht hoch. Also da... Nö. Klettering is not allowed there. Ja, schizzle die Dizzle. Ja. Wie komme ich jetzt da hoch? Dann. Ist wohl doch erlaubt. Na dann. Aber warum ich hier hoch muss dafür, weiß ich nicht, weil halt das für mich hätte ich da auch für unten, also von unten machen können. Das sollte reichen. Ist eigentlich auch krass. Der ist immer an den Explosionen dran und kriegt die ja voll ab, ne? Aber anscheinend juckt ihn das nicht. Vielleicht gepanzert.
Was Sorge ja überflüssig macht, weil dann kann ihm ja nichts passieren. Die Geschütze sind aus. Aus. Dann rücken wir durch den Hof vor und besetzen den Thronsaal. Yes, ja. Ja, gut. Und ich verzieh mich dann mal. Funky. Da ist sie. Oh, was hat Kato Kids? Lass mich raten. Du sprengst ein Loch in die Wand. Ja, das ist ihre Bus geschafft. Cyberspinnen, ekelhaft. Ist gut, ich bin auf dem Weg. Weg. Eklige Spinne. Scheiße, da kommen noch mehr. Wow. Ey, Kind. Was ist los? Die Kiste kriegen den Dornenball. Wo muss ich hin? Ach, da. Dein und. Ich weiß nicht mal, was das ist. Da Schigalif Pogo. Geno Pagrabe Krisk. Bata. Crimson Dawn Trick Miki Yuna. Yamasabola Jabolif Tagraba Chinka Tijahiv. Ich dachte, das Leben ist zu kurz für lange Zündschnüre. Nutis Nova Pata Chupun. So Pata Mucha Ja Shigandova. Kirsa Horko Govos Cheje. Bata Jivenda Hilta Kid. Ubanagaje? Tissa Kava. Schon gut, schon gut. Mal sehen, was ich tun kann. Ich könnte ja auch einfach K.O. hauen. Muss ich irgendwas aufmachen? Nö. Okay, ja, dann halt nicht. Dann gehe ich halt da lang. Auch gut. Achso, haben wir schon alles. Na gut, dann nicht. Nix. Schnapp dir das. Catch me that. Achso, hier geht's runter, okay. Sehr gut. Eine wunderschöne Halskette haben wir da. Wie komme ich jetzt da hin? Wo ich hin soll? Ach, hier lang. Mal ganz ehrlich, wenn wir mit denen fertig sind, dann gibt es keine Ashigar mehr, die haben wir alle getötet. Also, ist jetzt den Fall, ich treffe. Das Problem ist, als ob. Hä? Alter, die können sich teleportieren? Es gibt Eindringlinge in der Kryokammer. Ist ja krass. Crimson Dawn hat irgendwas vor. Mache ich das? Er ist in die Brutvorrichtung eingebettet. Ah. Hol ihn einfach raus und bring ihn mir. Okay. Ist das der Urstrang? Der Urin? Nein. Und das ist der Urstrang. Was wollte Crimson Dawn überhaupt damit? Zum Team. Sushi machen. Schätze ich. Ich meine, im Augenblick halte ich es. Wo muss ich hin? Also hier muss ich anscheinend nicht hin. Ich muss auf jeden Fall wieder nach oben, okay. Oh, hier ist noch ein bisschen was wir mitnehmen können.
Soll ich jetzt wieder zurückgehen? Denkst du jetzt, okay, die Tür, die geht auf? Da ist richtig. Aber da ist nicht richtig. Aber ich gehe einfach nochmal gucken. Achso, vielleicht ist die doch richtig. Dann muss man einfach mal die Augen aufmachen. Danke. Oh, danke. Wir geben uns Mühe. Geht so. Hammer. Dann bist du dabei? Hey, ND5. Anke ist bei mir. Gibt es ein Problem? Ich habe nicht damit gerechnet, dass Kira sowas durchzieht. Kira hat einen Bandenkrieg gestartet, um ihre Rivalen gegeneinander auszuspielen. So läuft das, wenn man die Macht ergreift, Kay. Dank Farrick. Syndikate, Imps, sogar die Rebellen. Sie alle nutzen Leute aus. Alle Scheiße. Es ist, als könnten sie gar nicht anders. Ja. Tu, was nötig ist, um mit Ank da rauszukommen. Aber verlass dich nicht auf Kira. Okay. Da ist er. Du hältst den Grundstein für tausende Generationen in deiner Hand. Alles von unseren Ahnen geplant. Und sobald du nicht mehr im Weg bist, hat der Stamm endlich eine Zukunft, Mutter. Undankbares Kind. Crimson Dawn hat dich gegen die Deinen aufgehetzt. Sie vernichten unseren Clan und lassen dir die Trümmer. Unsere Zukunft endet mit mir. Nein, das ist dein Werk. Du hast diesen Weg gewählt und unsere Zukunft an die des Imperiums gebunden. Ich diene niemandem und du hast keine Wahl. Der Urstrang. Weiß ich denn? Jetzt mal ganz ehrlich. Da geht der Crimson Dawn Ruf hoch. Aber nee, die ist ja Imperium, ne? Das ist halt Imperium ist scheiße. Ich gebe das lieber. Ja, keine Ahnung. Ist, glaube ich, egal, was man hier will. Ich gebe ihr das. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Du machst einen großen Fehler. Der Schwarm wird niemals überleben. Du sprichst nicht mehr für den Schwarm. Dann aber auch nicht mein Problem. Ich spreche für den Schwarm. Gehen wir, Nix. Na, immerhin lässt uns gehen. Oder der Baller-Kid. Wenn du machst, du nur die Japan-Pa. Nicht du da treu. Noch wenn der hieß Krabavani. So hast du die Zagula. Die Dinger, die Ballers tut. Ich weiß, die Sache lief aus dem Ruder. Es war nie die Rede von einer Hinrichtung. Und was dachtest du, wie es enden würde? Das gehört eben dazu. Es spielt keine Rolle, oder? Es ging nur darum, den Schwarm zu schwächen und gegeneinander auszuspielen. Die Galaxis ist kein Spielplatz, Kay. Sie ist ein Gefängnis. Und wenn wir Freiheit wollen, müssen wir ein paar schwere Entscheidungen treffen. Geht es um Freiheit für Leute wie mich? Oder nur darum, wer den Schlüssel hat? Ich war mal wie du, aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich weiß, wer in der Galaxis die Fäden zieht. Du denkst, was heute geschehen ist, wäre unwichtig. Aber nach dem Krieg wirst du verstehen, dass wir den Käfig geöffnet haben. Dann spürst du, wie sich echte Freiheit anfühlt. Lady Kira, die Vermilion steht jetzt bereit. Du bist wertvoll für diesen Kampf, Kay. Du erkennst es bloß noch nicht. Pass auf dich auf. Viel Glück. Ich bin schon klein. Wir können alle mal sehr toll viel erzählen, aber das ist ein Arschlöcher so.